Das erste Mal, dass du in der wirklichen Rolle des Zuschauers bist. Ja, also natürlich ist es ein anderes Gefühl mal. Ja, also ich meine, ich habe jetzt schon die EM habe ich am Fernsehen mit betrachtet oder am Livestream. Dann war Weltcup in London, wo ich aber selbst noch hingeflogen bin und mir das persönlich da angeguckt habe. Als der Lukas Dauser dann noch Dritter geworden ist, war ich mit dabei. Also ich probiere ja schon immer noch so nah wie möglich auch dabei zu sein, sodass gar nicht, glaube ich, so diese riesen Distanz da aufkommt zu aktiver und nicht aktiver. Andererseits merke ich auch immer wieder, wie entspannt es geworden ist, ohne diesen Dauerdruck halt zu haben. Du musst zum Punkt X fit sein, du musst. Also du hast dich ja selbst immer so unter Druck gesetzt, dass du da zu den richtigen Zeitpunkten in Form bist und dann auch deine Leistung ablieferst. Und das genieße ich eigentlich sehr, dass ich jetzt dann bei so einem Turnfest dann da sein kann, bei nationalen Meisterschaften und mir das von außen ansehe. Aber natürlich, klar, wenn ich die Jungs am Rack sehe, dann kribbelt es, dann will ich selbst ran und auch noch zeigen, dass ich vorne mitmischen kann. Ja. Das letzte Wochenende hat die Deutsche Turnliga wieder begonnen. War ich auch beim ersten Heimwettkampf mit dabei und es hat sich wieder alles am Rack entschieden zum Schluss. Und das waren auch immer so diese Situationen, die ich halt geliebt habe, wenn es wirklich total knapp wird zum Schluss und richtig spannend, dann nochmal einen rauszuhauen und dann die entscheidenden Punkte zu machen. Und da habe ich auch nochmal so richtig gemerkt, wie viel Lust ich halt drauf habe, ja, auch wieder an die Geräte zu gehen. Aber halt auf ein Niveau, das halt ja, für die Liga ausreicht, aber international dann sicherlich nicht mehr. Deswegen ist ja auch klar, dass ich die internationale Karriere beendet habe, bei allen Comeback-Gerüchten in der letzten Zeit. Ich meine, klar, jeder weiß, dass ich 2007 bei der WM in Stuttgart Weltmeister geworden bin und wenn jetzt 2019 wieder eine WM dort ist, verbinde ich natürlich nur das Beste damit. Aber jetzt machen wir erstmal das eine und dann kommt das andere und ich freue mich halt vor allem auf die Stadiongala, wo es dann auch um meine Verabschiedung dann geht, offiziell. Das wird sicherlich ein sehr emotionaler Moment. Freust du dich da drauf oder dass du denkst, oh Mann, hoffentlich wird das nicht zu emotional? Wir haben das beim DTB-Pokal bei Helge Liebrich erlebt, den ging mal die Stimme dann zwischenzeitlich auch kurz flöten. Ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut. Insofern glaube ich nicht. Also wenn ihr das schafft, ja, dass mir da eine Träne kullert, dann ein ganz großes Kino. Also das einzige Mal, wo ich jetzt wirklich so ein bisschen feuchte Augen hatte, war natürlich in dem Moment, wo in Rio dann klar war, dass ich Gold habe und bei der Sportlerwahl des Jahres letztes Jahr. Das war auch sehr emotional. Aber das mal so richtig, so mal Tränen dann rauskommen in so einer Situation, das hatte ich noch nie. Deswegen, also. Müssen wir uns das einfallen lassen. Wenn ihr das schafft, dann. Also die Challenge ist angenommen, wir werden alles geben.